Die Kräfte lassen ein bisschen nach, scheint es mir bei den Schweizern, denn man sieht jetzt zum Teil etwas, das man sonst noch nie sah. Ein Spieler, der dem anderen sagt, geh, hol du den Ball, mach du den Einwurf. Also jetzt muss man mit den Kräften langsam haushälterisch rumgehen. Der Freistoß aus etwa 30 Metern Distanz. Wagt Cabanas den Direktschuss? Nein, aber Manja, abgelenkter Ball! Und er ist drin! Er ist drin zum 1:1 in der 80. Minute. Manja lässt sich als Torschütze feiern. Ich glaube allerdings, der Ball war noch abgefälscht. Fragt sich nur von wem. Wir werden es sehen. Also, hier kommt Manjas Schuss. Vielleicht sind Eros. Ich glaube, Patrick Müller war es. Mit der 24 Senderos, aber nein, vielleicht ein Franzose. Ja, man sieht es auch hier nicht. Vielleicht hier. Achtung. Jetzt. Ja, ja. Ja, ein Eigentor sozusagen, aber wir geben das Tor Ludovic Manja. Okay, wir haben in dem Spiel sehr gut angefangen. Ich denke, es ist eine klare rote Karte. Aber sonst haben wir sehr gut gemacht. In Zweikämpfe sind wir reingegangen, haben wir die meisten gewonnen und haben wir den Ball gut gehabt. Wir haben zwar ein paar Bälle verloren, aber das gehört dazu, wenn man so mit Leidenschaft spielt. Und ich denke, die Leidenschaft war schon in Ordnung heute. 1-1, ich denke, wir behalten alle unsere Chancen. Das ist das Wichtigste heute. Die Schweiz war die bessere Mannschaft gewesen, allerdings nach dem 1-0, wo überraschend kam, hat es einen heiklen Moment gegeben. Haben Sie auch Zweifel gehabt auf dem Feld? Ja, das ist klar, dass nach der 1:0, wir waren ein bisschen geschockt, weil dem Tor war nicht so klar. Patrick Müller, war, ich glaube, der möchte einen Foul, aber ich habe nicht gut gesehen. Und das ist klar, dass wir haben ein bisschen Minute gebraucht, aber ich denke, das hat wieder gezeigt, dass wir haben eine super Stimmung in der Gruppe. Wir haben eine großartige Gruppe und wir haben als Mannschaft angetreten. Und wenn man mit so einer Leidenschaft spielt, haben wir einen Punkt mindestens. Der Ludwig Manni hat sogar gebraucht als Freistoßschütze. Ist aber eher außergewöhnlich. Nee, ich habe schon ein paar Tore in Bundesliga so geschossen auf die Seite, wo ich schieße einfach auf Tor und wenn einer kommt davor, er macht mit Kopf rein und wenn das abgefälscht ist, ist es immer gefährlich. Und heute habe ich Glück gehabt. Gott sei Dank. Danke vielmals, Ludwig Manni. Dankeschön.